Eine weitere Massage-Grundtechnik, ich nenne es immer die Mischung, ist auch so eine Art Knetung. Man könnte auch von einer Kontranutation sprechen, weil wir zwei Bewegungen gleichzeitig machen. Wir befinden jetzt uns hier auf der Seite, also nicht oben auf dem Rücken, sondern seitlich. Eine Hand zieht hoch und die andere schiebt nach unten. Und das Ganze mit langen, gestreckten Armen. Jetzt kannst du mal ein bisschen näher kommen. Und da machen wir so eine Art Verwringung. Eine Hand zieht hier hoch, während die andere nach unten schiebt, gleichzeitig. Und hier gilt auch wieder, mach das Ganze mit langen Armen. Die Kraft kommt eigentlich eher aus meinem Oberkörper. Und ich ziehe und schiebe gleichzeitig. Ich mache das jetzt hier exemplarisch am Rücken, aber die, die in meinem Kurs waren, haben auch schon gemerkt, kann man auch am Bein machen, kann man am Arm machen. Überall, wo ihr das einsetzen könnt, ja? Ziehen und schieben gleichzeitig. Wenn ich von hier oben schiebe, geht's, hier ist die Wirbelsäule, geht's hier los. Weil manchmal sehe ich so Leute, die von hier kommen, das bringt nicht so viel. Wir wollen von hier runterschieben und hier hochziehen. Ja? Ja. Jetzt gehst du mal einen kleinen Schritt zurück und ihr seht, meine Arme sind gestreckt. Ich bin leicht vorgebeugt, also ich bin nicht hier hinten irgendwie und versuche hier zu ziehen, sondern ein bisschen vorgebeugt. Ein Arm zieht, während der andere schiebt. Gleiches Prinzip wie bei fast allen Techniken. Wir wollen mit unserem Körper im Mittelpunkt über unseren Händen bleiben. Ja? Dann hat man noch den Wellnessgriff. Der war hier auf der Seite. Die Ellbogen sind jetzt ein bisschen nach vorne gerichtet. Die Hände in breiten Kontakt und versuchen hier alles mitzunehmen, was sie mitnehmen können. Hände fließen aufeinander zu. Erst so lange Streichung machen und später kann man auch ein bisschen kleiner werden. Komplett mitnehmen, ja? Die Außenseite. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben.